So, da sind wir auch schon. Test, Test. Mega Man Legacy Collection. Nach langer Zeit spielen wir mal weiter. Denn nächsten Dienstag erscheint schon die Legacy Collection Nummer 2. Und die haben wir nämlich alle schon durchgespielt. Leider sind die Streams davon verloren gegangen. Ich glaube, außer von Mega Man 4. Tja, und heute geht es an Mega Man 5. Zack. Ja, das muss ich gleich im Spiel nochmal ausprobieren. Soweit, so gut. Ich habe jetzt Angst, dass ich den Vorspann wegdrücke. Haha, Glück gehabt. Das wäre Vollbild. Dann ist allerdings das Schild da unten schon ein bisschen im Weg. Da müssen wir nochmal pausieren. Sorry for that. Vor allem kann ich hier gerade bei mir original... nix sehen. So, das Breitbild, Vollbild, Original. Ich glaube, wir bleiben beim Original. Da ist mein Bild nicht verdeckt von der Stream-Anzeige. Ja, Mega Man 5. Für das NES, wir sehen es da unten, 1992. Wenn man sich an Mega Man 4 erinnert und den Stream, dann wissen wir schon, Mega Man befand sich da ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Tatsächlich ist Mega Man 5 mein am wenigsten favorisierter Teil. Ja. Ist so. Aber so schlecht ist er dann auch nicht. Mega Man 6 ist aber allerdings deutlich besser. Eigentlich auch besser als 4 und 5. Meiner Meinung nach. Ja, hier ist was Schlimmes passiert. Proto Man hat, ich sage bewusst, scheinbar Proto Man Dr. Light entführt. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, und natürlich hat er 5 verschiedene Androiden bereitgestellt, um an der Rettung von Dr. Light zu hin. Ist mir aber egal, ich gehe zu Gravity Man und dann geht's los. Warum tue ich das? Weil ich mich meine zu erinnern, dass ich Gravity Man als erstes mache. Das sehen wir dann gleich. So, einmal kurz zurecht. Ja, müsste gehen. Die Musik ist natürlich trotzdem gut. Es gibt so ein paar Dinge, auf die vielmehr. Dazu gehört gute Musik bei Mega Man. Ja, und natürlich das große Gimmick der Gravity Man. Hier bereits. Hier steht die Welt buchstäblich Kopf. Also mitunter mal. Ansonsten gibt es bei Mega Man 5 jetzt, naja, sagen wir jetzt nicht unfassbar viele Neuerungen. Wobei die Mega Man Serie ja generell gerade berühmt für ihr Reichtum an Neuerungen und Innovation ist.
Und so ist es dann auch mit diesem Teil. Und hier in der Collection haben wir natürlich den kleinen, aber feinen Vorteil, dass wir Dinge gelegentlich speichern können. Und das tue ich. Oh, das ist nett. Und nur mal zur Sicherheit. Uah. Haha. Das war K-L-U-K. Klug. Hehehe. Das ist auch was. So. Und ich weiß. Das nervt jetzt schon. Ist aber nett. Denn hier gibt's gleich einen von insgesamt 8 Chips. Genau. Und den durfte ich nicht verpassen. Hätte ich den Level nochmal spielen müssen. Und was machen diese Chips, ist die Frage. Ja, das ist, sag ich mal, eine der wenigen Neuerungen in diesem Teil. Es gibt den Helfer Beat, einen Robotervogel. Wir sehen ihn auch ganz rechts auf dem Bild. Jetzt haben wir hier ein Problem. Auch nur ein kleines. Allerdings müssen wir den erst. Und das machen wir mit Hilfe dieser Chips. Wenn wir alle 8 gesammelt haben, da unten sehen wir den ersten. M. Dann wird er zu Hilfe eilen können. Und das wiederum hilft dem Dr. Wily Stage. Noch nie gesehen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch die bessere Auflösung dieser Collection und den größeren Fernseher, dass da oben verschiedene Zahlenwerte variieren. Lustig. Naja. So, kommen wir also zu Gravity Man. Für den Kampf muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ist gar nicht so schwer, aber so viele Fehler darf ich auch wiederum nicht machen. Man muss am ehesten eigentlich vermeiden, dass man in den Gravity Man selber reinkracht. Denn das zieht ziemlich viel ab. Ansonsten hat er eine relativ leicht zu durchschauende Pattern. You got Gravity Hold. Ja, das ist gar nicht mal so nützlich, aber wir werden schon... muss ich mal kurz nachdenken. Wo war denn... Was, Chris? Also denke gerade nach, wer ist denn schwach? Daran sieht man, ich habe nicht so häufig gespielt. Wer ist denn gegen Gravity Hold? Also ich meine, ich glaube... Was, Scheibenmann? Ich glaube, es war... Ja. Speichern nochmal. Dann gehen wir mal ab zu Gyro Man und schauen uns das Ganze an. Genau, und Gyro Mans Waffe war dann gegen Crystal Man. Ja, so war's. Ich erinnere mich. Ein Fahrstuhl ohne Gefahr. Aufregend. Ja, ich habe es eben schon erwähnt, Musik wie immer hervorragend. Ah ja, stimmt, es gab ja noch die... Boah, ich werde hier aber auch zugeworfen mit extra Leben.
Wer weiß, vielleicht brauche ich es auch noch. Der Xbox-Controller ist nicht komplett perfekt fürs Spielen. Muss ich zugeben. Das machen wir ganz ruhig. Ach, die blöden Dinger. Keine Ahnung, was die sollen. So richtig gefährlich sind die nicht. Sagte er, bevor er wahrscheinlich gleich von irgendeinem in den Abgrund gerissen wird. Ja, oder von so einem blöden Ei. Dummes Huhn. Naja. So, diese Plattformen rasen gleich nach oben. Naja, und wenn ich die Jungs nämlich an der Stelle hab... Ach komm, ihr geht mir hier auch gerade auf den Keks. Oh. Ja, ich sollte allerdings dafür sorgen... Mal so. Ich wusste gar nicht mehr, dass die abstürzen. Aber eine gute Information, die ich an dieser Stelle hier gelernt habe. Ja, macht ihr da mal. Vielleicht sollte ich speichern. Auf der anderen Seite habe ich auch jetzt viel extra Leben. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wo die... Wo der Chip war. Obwohl, doch, das war so eine Stelle, wo der... Ja. Der war hier. Wir speichern. Wie gesagt, Chip verpassen möchte ich nicht. Das war verdammt nah an der CD. Das war ein etwas gefährlicherer Aufzug, sind wir uns einig. Au. 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 Na, mal hin. Das hat leider nicht so viel gebracht. Sollen wir es wagen? Eigentlich ist Gyro-Man nicht so schwer. Ich versuch's mal. Ein Buster in ihn rein und danach gibt's, ne? Dings. Gravity Hold. So war's. Das war gar nicht mal so klug. Aber wir probieren es einfach nochmal. Ah. Nein, nein, nein. Meine Taktik ist nicht ganz ausgereift hier. Thank you.
Naja, ein Leben hat's gekostet, aber so ist der Lauf der Dinge, ne? You got Gyro Attack and Rush Jet. Ja, der gute Rush ist natürlich wie immer dabei. Flitz im Deutschen. Ein sehr blöd. Ja, wie immer. Und meine These eben war, Crystal Man ist der Nächste. Da muss ich dran denken, der Buchstabe war an irgendeiner Stelle, wo man sich fallen lassen musste. Den kann ich auch leicht verpassen. Ha! Da haben wir doch das Leben von eben schon wieder. Das Stelle. Nein, das ist zu früh. Ja. Bei den Dingern ist wichtig, dass man den Ball oben trifft. Sonst. Oh. Sonst fällt der Ball umher und es wird etwas wild. Nein, ich will einen Energietank. Energietank. Nein. Energietank. Na danke. Geht doch. Haben wir unseren Willen gekriegt? Willen gekriegt heißt speichern. Ach ja. Sind nur verwundbar, wenn sie nicht leuchten. So zum Beispiel. Das war doof. Es ist immer nur einer dieser Kristalle auf dem Bildschirm, die da rausfallen. Aber sie haben keine wirkliche Pattern. Der Trick ist also, zu springen, wenn der Bildschirm, wenn der andere Kristall noch im Bildschirm drin ist. Brauche ich nicht. So, was jetzt kommt, ist der tiefe Fall des Mega Man. Doch nicht. Haha, falsche Stelle. Vertan. So, aber wir brauchen jetzt Rush Coil, denn wir wollen da oben hin. Da gibt's nämlich gleich einen schönen Tank. Da sehen wir ihn schon. Ein Munitionstank. Aua. Hören Sie mal. Junge Frau. Da wird... Also, das ist aber dumm gelaufen, finde ich. Egal. Hier unten ist, glaube ich, die Stelle, wo man runterfällt. Und verpasst. Und darum, meine Damen und Herren, genau da. Okay. Armin, alles gut. Wieder ein extra Leben. Ich werde ja echt mit zugeworfen. Au. Das anders einsetzen können? Ja, ist eigentlich egal. Au. Das ist eine schlechte Voraussetzung.
Wir probieren es, aber ich denke, da haben wir wenig Schnitten. So. Das können wir viel besser. Nämlich Gyros Dings Gedöns. Hier. Pass auf. Ne? Das geht einfacher. Dilly. Darauf. Ein bisschen warm geworden. Schon seit 22 Minuten. Hat Chris Lai. It indeed. So, und was machen wir mit Chris Lai? Nun, besiegen den folgenden Gegner. Napanen. Ja. Etwas martialisch, ne? Aber die Japaner sind da nicht so. Ach, das ist der Level mit den T-Shirts. Pass mal auf, da sind ganz viele T-Shirts. Wenn die einen treffen, dann ist aber Feierabend. Tatsächlich sind sie sehr, sehr stark. Sie haben eine Menge Energie ab. Aber weil ich das weiß, bin ich ja vorsichtig. Eine komische Sequenz hier. Insgesamt 5 auch eins dieser Mega Man, in denen der Mega Bass zu stark ist. Danke. Ich würde sagen, es ist nicht gerade das schwerste Mega Man. Ich weiß, solche Sätze sind immer gefährlich, kurz bevor man dann in irgendeinen Abgrund fällt, ne? Ah, wie dumm. In den Sprung. Vollkommen unnötig. Komm, Eddie. Utensilo übrigens im Deutschen. Leben brauche ich nicht. Ich will Energietanks. Komm, Eddie. Nein. Nein. Auch nicht. Das könnte ich ewig so machen. Na also. Mal erst drohen, ne? Dann noch mehr Tige hier. Ah nee. Ja, man braucht irgendwie auch. Komm, das schaffen wir. So mutig von mir. Hier wieder diese. Ne, da kam was anderes, ja. Er schon wieder. Au. Au, au, au. Schnell raus da. Gefährlich. Ach, das war die Nummer. Ja. Da muss man dran denken. Insgesamt martialisch geht's hier zu in dieser Stage. Hier nämlich das gleiche. Da auch. Und der nächste hat keinen, glaube ich. Doch. Aber der nicht. So. So war das nämlich. So, das könnte auch
so klappen. Probieren wir es mal aus. Crystal Eye, darf ich bitten? Au. Ja, nicht zu schwer. Da ist der Name schlimmer als das Programm. Yugat, Napalm Bomb. Nur wenn es weiter nichts ist. Wen zerbomben wir denn damit? Wir zerbomben Stoneman. Im längsten Level des Spiels, das weiß ich noch, und nicht dem aufregendsten. Dafür gute Musik. Stonemans Waffe ist dafür richtiger Mist. Das sehen wir dann bei Crookman. Ach ja, das sind ja die. Die Me-Tools, die jetzt zerfallen. Ja, ja. Hier war was, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was. Ach, G-Punkt, G-Chip. Da mal rum. Ja, wir haben ständig solche Formate. Weißt du was? Ich geh einfach. Na, du schießt. Au. Mal mit. Tja, also innovativ wird dieser Level nicht. Ziemlich lang und harmlos. Das große Energiepellets. Für auch immer. Nochmal, so gefährlich sind die Jungs ja alle nicht. Au. Sei denn, man stellt sich an wie ich, aber. Ein Geheimgramm, der zu nichts Gutem führte, meine ich. Ja. Wieder diese Geschosse hier. Ja, that's convenient. Wir könnten hier ein Leben holen. Dem guten Rush Coil. Hüpf. Das überhaupt noch? Ja. Schon noch. Am S8. Guck, man kann zurückgehen, das wusste ich gar nicht. Thank you.
Ja, diesen Energietank, den hätte ich gern. So, und alle wieder da. Ist das nicht nett? Und ich kriege auch noch einen Energietank dazu. Hier war noch was, was ich nicht brauche. Ich lasse das Geräusch an, weil es so schön nervig ist. Hä? Wie kam eigentlich auf diese dumme Idee, dass die Mädels zerfallen? Wer kam auf die dumme Idee, da runter zu gehen? Das war ich. Hüpf, ich will nämlich da oben lang. Ist viel besser da. Schon wieder Energie. Und schon wieder dumm angestellt. Zum Glück verzeiht dieses Spiel echt Fehler. Weil ich mache hier ein paar. Weil ich hier ein paar mache. Nehmen Sie ab. Kann es mal zu Ende sein? Ich glaube, es ist jetzt zu Ende. Ja, es ist zu Ende. Und jetzt kommt der blöde Stone Man. Und... blöd. Kleinen Banner vorab. Ins Gesicht. Kabam. Aber schon... Ja, was sagen wir dazu? Auf. You got Power Stone. Eine der schlechtesten Waffen. Und mit Power Stone wagen wir an Charge Man. Naja, wir alle lieben doch insgeheim Eisenbahn, oder? Mist. Zumindest die Designer von Mega Man 5 lieben sie. Und das ist ja auch eigentlich ganz schnuckelig. Den Level finde ich ganz gut. Ja, das ist der Trick hier. Schießen und ducken. Also so, wie man es in jedem guten Business-Meeting macht. Schießen und ducken. So geht das. So nicht. So doch. Ach, die schönen Hühner wieder. Dann nennen wir ihn den Eiermann. Ah, das habe ich gerade... Ja, danke. Verdammt. Da kommt eine Ratte, das weiß ich doch. Hahaha. So viele Hühner. Aber die Hühner halten mich nicht auf. Ja, den Trick habt ihr schon mal versucht mit der Ratte. Und das ist der am wenigsten schwer versteckteste Chip aller Zeiten. Damit fehlen nur noch E und M. Nein. Gehen wir mal wieder an Deck. Technisch ist das Ganze übrigens ziemlich beeindruckend fürs NES, ne? Mit dem Scrolling dahinter. Das ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Das macht das Spiel jetzt nicht so viel... Meine Herren! Hier zugeworfen mit Extra-Leben.
Aber man kann nur 9 haben, ja. Das macht das Spiel jetzt nicht so viel aufregender. Mega Man 5, wirklich kein Highlight der Serie. Aber technisch über jeden Zweifel erhaben, das muss man sagen. Auch das Wackeln des Zuges und so. Kleiner Sicherheitssave, der Hinweige. Auch das Wackeln des Zuges. Und jetzt kommt Charge Man, den hasse ich wie die Pest. Wir werden auch gleich sehen, warum. Aus zwei Gründen. Weil er sehr unvorhersehbar in seinen Attacken ist. Und zweitens, weil er mit dieser verdammten Waffe nicht zu treffen ist. Das gibt's gar nicht, ne? Ja, gut. Hallo. Es geht. Ja, komm. Man muss über ihn springen und dann die Waffe aktivieren. Das ist der Trick. Na komm, da für einen kleinen Megabuster-Schuss sollte es. Oh, was tue ich? Oh, diese Arroganz. Diese Arroganz wurde bestraft. Ah, wie dumm. Naja, wir haben noch genug Stein übrig. Oh Mann, das bin ich wirklich selbst schuld. Oh nein. Ja, also niemals mit dem Gegner rumspielen. Ja, da kann ich jetzt nicht ausweichen. Da sieht man ja, was passiert. Komm her. Ja, tut. Diesen Dingern ist gar nicht so einfach, eins auszuweichen. Na also. Ich hasse Charge Man, ich hasse Power Stone. Und jetzt ist vorbei. Und jetzt trinke ich einen Schluck Fanta Lemon Zero. Warum? Weil ich es kann. Yogurt Charge Kick. Ja. Und die einzige Spezialattacke oder Spezialwaffe, die die Schlechtheit vom Powerstone in dem Fall überschreitet, das ist ja, der Charge Kick. Und wir werden bei Waveman im Endkampf dieses Levels sehen, warum das der Fall ist. Ah, danke. Da war ja was. Oh Mann. Man sollte meinen, irgendein gemeiner Designer hätte die aufeinander abgestimmt. So, wir wollen in den zweiten, aber nicht ein bisschen Super Mario. Und schön, dass ich aber auf den gleichen Trick nochmal reinfange. Aber diesmal nichts. Haha. Hab ich gesehen, da auch. Oh, ich habe mich noch nicht beeilt, ja. Hier geht's um Tempo und Warten. Und hier geht's darum, nach oben zu kommen. Zum Beispiel hier drauf. Ha, so entspannend. Und jetzt gehen wir hier rüber. Das wiederholt übrigens Capcom nochmal in Mega Man 9. Genau das gleiche. Bei Splash Woman im Level. Na komm, komm, komm. Danke. Ja, die Kleinen zerplatzen. Ah, jetzt beginnt... Kommt hier noch was? Nee. Jetzt beginnt die Fahrt auf dem Jetting. Da müssen wir einmal speichern. Denn es kann sein, dass ich den Chip verpasse. Und das darf nicht passieren. Das ist aber auch erst gleich, wenn die hüpfenden Fische kommen. Die hüpfenden Fische sind aber allerdings... außerordentlich nervig. Und schon wieder ein extra Leben. So. Brr.
Wurm. Ach so, jetzt kommt erstmal der Kollege hier. Ja, stimmt. Also, so, wir speichern nochmal. Wegen der Fische und dem Chip, ihr wisst schon. Gleich macht's Bumm. Ich hab's immerhin angekündigt. Naja, machen wir es mal mit voller Energie. Das ist generell eine bessere Idee. Speichern wir gleich nach dem Octopus-Kollegen nochmal. Bei Mega Man haben selbst die Bojen Augen. Hüpf. Hüpf. Boah. Bisschen souveräner ist es trotzdem, ne? Hoho! Ah, jetzt kommt der Oktopus. Nicht zu früh springen! Nicht zu früh springen! Noch einmal speichern, denn diesmal holen wir uns den Chip. Haben wir nämlich auch mehr Energie für dieses. Uah. Ja, das hat mich gerade aus dem Rhythmus gebracht. Das Stück Energie, das wollte ich nicht. Hört damit auf. Ich will mein... Ah, gekriegt. Das war das Wichtigste. Oh nein. Oh nein, oh nein. Das gibt's ja nicht. Noch einen vorm Ende. Naja. Ja, gefudelt. Aber wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Sind wir uns einig. Ich hasse diesen Level. Es mag eine spielerische Abwechslung sein, das gebe ich zu. Oh, eine große Energie. Die können wir gut gebrauchen. Genau wie den Chip. Stell ich mich aber auch doof an. Aber nicht so doof wie eben. Trotzdem. Wir speichern mit, dass wir das nicht nochmal machen. Wow, wow, wow. Ich danke vom Herzen. Tja, jetzt kommt große Mist mit Charge. Denn das Kontakt mit dem Gegner ausgelöst wird. Wie der Topspin. Und der ist auch schon mit. Und dafür muss ich nicht nur nah an ihn ran, sondern normalerweise verletzt es mich auch. Ja, okay, es ging dann doch. Ich habe mich nicht ganz dumm angestellt. Fehlt nur noch eine. Hier, unsere Dings Wave ist ganz okay. Da gibt's schlechtere Waffen. Das ist jetzt Yogurt Water Wave. Ganz genau. Ja, Starman ist der letzte im Bunde. Der Level ist nicht uninteressant. Ist theoretisch ein Unterwasserlevel, weil es die gleiche Physik hat wie Unterwasserlevel.
Aber wir sind im Weltraum. Aber wir sehen hier schon... Hui! Springen können wir. Und weil wir im Weltraum sind, gibt es auch gleich irgendeinen Kometenhagel. Und die Dinger drehen ein bisschen am Rad, wenn... Zack, zack. Wenn man nahe kommt. Aha, ich kann euch sehen. Schnell. Ah. Ich vergaß, mit Energie ist man in Mega Man 5 tatsächlich immer noch großzügig. Optisch ist es doch sehr hübsch, ne? Das muss man doch sagen. Uah. Ich hasse diese Stachelabschnitte. Oh. Aber das Spiel sagt, naja, du hast ja noch nicht genug Leben. Das war nicht gut. Ah, wir haben... Ich habe den Buchstaben eben eingesetzt. Beat ist jetzt übrigens dabei. Soll ich Beat mal aktivieren? Ich aktiviere Beat. Take it to the... Und er tut original nichts. Naja, das ist jetzt auch nicht so gut. Hüpf. Ah, die hätte ich beinahe vergessen. Ich wiederhole mich gerne nochmal. Das hier ist für das NES wirklich technisch ziemlich beeindruckend mit den beweglichen Plattformen und so weiter. Das ist eigentlich 16-Bit-Kram. So, sind wir schon beim Boss. Wir sind. Und wir werden es sogar wagen mit halber Energie. Komm. Zack. Boah, das hast du dir so gedacht, mein Freund. Das hab ich mir so gedacht. Also der Vorteil von Wavemans Waffe gegenüber Starman ist, dass sie sein Schild absorbiert. Und dadurch wird er nicht sehr gefährlich. Ja, das waren die 8 Jungs. Und wir erhalten noch eine der unzähligen Schildwaffen der Mega Man. Yuga Star Crash. Oh ja, and Super Arrow. Stimmt ja, den gab's hier auch noch. So, und nun geht es zu Proto Man, der ja laut Vorstellung... Dr. Light, nicht Dr. Dr. Wily. Dr. Wily spielt hier ja gar nicht mit. Der laut Vorspann Dr. Light entführt hat. Und weil er seinen Helm so schön findet, hat er sich gesagt, ich baue ein gesamtes Schloss nach dem Design meines Helmes. Und hier ist der erste Level. Außerdem sorge ich dafür, dass der Himmel rosa ist. Ah, die Tige. Erneut Tigertreffer unbedingt vermeiden, denn die sind extremst gefährlich. Da sieht man's. Ne, das ist, ja, ein Viertel der Energie, vielleicht
Fünftel, auf jeden Fall zu viel. Da bleibt der Held cool stehen und löst die Situation. Durch blanke Coolness. Ja, ich hab's kommen sehen. Aber nicht verhindert. Hier schon. Ich sollte auch mal ein bisschen mehr mit den Nebenwaffen arbeiten. Und hier ist relativ wurscht. Obwohl nein, das ist nicht. Schaffe ich den Sprung? Den schaffe ich gar nicht. Die wollen mich hier reinlegen. Da brauche ich Rush. Einmal speichern. Und... Upsala. Achso, vielleicht sollte ich den guten Rush auch aufladen. Denn, wie auch in anderen Mega Man-Spielen, in den Castle-Level wird die Waffenenergie am Ende nicht wieder aufgefüllt. Das heißt, hier muss man sehr gut hantieren mit der vorhandenen Waffenkraft. So, und hier brauchen wir Rush Jet. Also, kommen Sie mal her, junger Mann. Na, eigentlich hätte ich es wohl mit dem Super Arrow machen können. Da ist der Kollege. Und jetzt machen wir was Lustiges. War das nicht lustig? Das war nämlich Quatsch, was ich gemacht habe. Ich dachte, ich könnte hier... Ich mal... Ja, und ich sollte tatsächlich... Dann laden wir den Jet wieder voll auf. Über den Level hinwegschweben, aber da habe ich mich schlicht und ergreifend vertan. Ah ja, ein extra Leben, endlich mal ein. Und wie komme ich hin? Mit einem Pfeil. Die Pfeile muss ich aufladen. Kommen wir gar nicht umhin. Ich hab mich wieder dran gekriegt hier. Was kam jetzt? Ich erinnere mich nicht. Oh nein. Meine Energie ist etwas niedrig. Oh nein. Gott. Ich glaube, ich hab's. Trotzdem, wir speichern. Aber das war ja nur der Anfang. Ha, sieht schwerer aus als zwar in dem Fall. In dem Fall. Mal Rush Coil. Ich muss aber den Super Arrow. Das machen wir jetzt auch. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Was bist du da? So, das kommt in den Super Arrow. Was für ein Quatschgegner. So, ein Apo-Gegner ist etwas ernster. Das ist Darkman. Wo Androiden von Protoman geschaffen, um mich aufzuhalten. So. Der hier war auf jeden Fall schwach gegen... gegen die Wave Beam irgendwas. Attack. Naja, Problem. Geh. Nach wie vor ein sehr schönes Design für eine Burg. Links oder rechts? Tja, links, hä? Das kann ich gut gebrauchen. Für Coil oder Arrow, sagen wir Arrow.
Ach, ich hätte Wave auch aufladen können. Na komm, da kommt noch was. Na komm mal her, komm mal her. Und da bringt er nichts mit. Das gibt's ja gar nicht. So, Arrow ist gerade voll, also nehmen wir Coil. Tut. Na komm. Ich dachte immer, ich könnte ihn nur treffen. Ah, wenn die geschlossen sind. Stimmt gar nicht. Oh nein, 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 nein. Was mache ich denn? Raus hier. Das wurde mir zu hektisch. Und mit mir meine ich hektisch. Oh. Ein Meistersprung. Und eine schreckliche Passe. Wenn man keinen Beat hat. Wie? Denn der sorgt dafür, dass die Gegner verschwinden. Hoffentlich. Ja. Hat keiner gesehen, hä? Kurz so, so. Eine Sequenz aus der Hölle. Die haben bestimmt auch irgendeine Schwäche, die ich nicht kenne. Ich probiere das jetzt einfach, indem ich einen Powerstone abschieße. Peng. Nee, das klappt gar nicht. So, wofür benutze ich denn das bisschen Energie hier? Nochmal, Waveman muss aufgefüllt werden. Hier einen kleinen Super Arrow hinmachen. Dann können wir. Oh, wie dumm. Dann können wir hier die Water Wave auffüllen. Ja, das war clever. Oh nein, das nicht. Panik. Hat er sich selbst aus dem Bildschirm genommen? Aber uns dort unten schöne Items gezeigt. Zum Beispiel. Schieß doch. Naja, besser als nichts. Extra Leben brauchen wir nicht. Vielleicht sollte ich mal laden. Weil das Geräusch so schön. Na komm. Komm, Meister. So, komm, mach mal einmal Powerstone voll. Und dann schlafe ich besser. Ah,
wieder ein bisschen was nachfüllen. So, dann haben wir den nächsten Darkman-Robot. Ja, was denn? Ich glaube, der mochte Crystal Wave. Und in diesem Fall machen wir es wirklich nur, um Munition zu sparen. Nicht um den Gegner vorzuführen, wie eben, was so grandios schiefgegangen ist. Da speichern wir doch nochmal. Meine Lieblingshelikopter. Ich hasse die Helikopter. Aus derartigen Gründen. Oh. Wie schlecht war das bitte? Es muss irgendeine andere Waffe geben, die hier sinnvoll ist. Zum Beispiel das Gyro-Ding. Wie wär's denn damit? So ganz schön viel Blödsinn gemacht. Schon wieder Blödsinn gemacht. Und Rush-Coil muss ich auch gleich mal auffüllen. War schlecht. Cool. Das wiederum war nice. Und das hier sieht schwerer aus, als es ist. Erstmal aufräumen. Dann zack, mit den Dingern nach oben fahren. Hier, so, so, so und neu machen. Hep, hep, hep. Habe ich die Musik eigentlich schon gelobt von diesem Level? Oh, endlich ein extra Leben. Oh, das hätte ich gebraucht. Komm, einen. One last jump. Den muss ich aber auffüllen, den Kollegen. Den Kollegen Flitz. Ich könnte jetzt mal speichern. Zur Sicherheit. Das jetzt. Ich glaube, er kommt nachher wieder. Der kommt wieder. Der kommt auf jeden Fall wieder. Der kommt nicht wieder. Naja, dann nehme ich einen Pfeil und reite gen Süden. Mhm. Naja, gut.
Jetzt sind die verlockenden Sachen wenigstens nicht mehr da. Kommt der Thorsten nicht auf dumme Ideen. Und netterweise ist sogar noch das Geräusch vom... Na, ich wollte gerade sagen, vom Beam ist weg, aber... Es ist wieder da. Das haben sie übrigens straight aus Super Mario World geklaut. Da gab es diese Lifte in einigen der Schlössern auch. Wieder mal. Haben wir da auch Ruhe? Haben wir. Da, inzwischen haben wir auch 9 Stück, ne? Nächstes Mal, wenn ich einen finde, kann ich meine Energie mal voll machen. Das wäre vielleicht nicht komplett dumm. Leider aufgenommen. Welcher war das denn jetzt? Naja, egal, mit der Ne... will ich keine Chance. Ich muss das Ganze mal aus... Ja, au, 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 au. Ach, richtig, der kann einfrieren. Ja, ein ekelhafter Bursche, an den erinnere ich mich. Gyro-Attack. Und... Puzzle has to come to an end. And it will. Oh, ich. Wir müssen dies, ja, das Boot ins hinwegschießen. Zum Beispiel so, so und so. Und dann so und so. Keine Ahnung, ob der Bau eines solchen Schlosses Sinn ergibt. Ja. Gehen wir jetzt mal hin, ne? Zeit. Das Instruments Melodie. Falsch. Oh nein. Keine Energie. Ja, das ist die richtige. Aha! Ja. Ein L-Tank! Was war denn die Schwäche? Du kannst mal mit... Probier's mal mit Beat. Da haben wir uns
ziemlich dumm angestellt. Ja, so ein... Der Mann zielt er schl... So. Und ja, damit wir uns das nicht immer angucken, nicht wieder immer... Komm, Beat, versoll ihm den Arsch. Oh nein. Oh, das war knapp. Vielleicht den guten Vogel die Arbeit lassen, ne? Wäre das eine schlaue Möglichkeit? Wäre es das? Vielleicht wäre es aber auch toll, wenn ich hier mal ausweiche. Einer also. Ja, perfekt. You've done well, Mega Man. I never expected you to defeat my powerful Darkman robot. Ach so. Dr. Wily Stimme. Until now I have managed to free Protoman for my crimes. But now the real Proto-Man has appeared and spoiled my plan. Dr. Light is a captive in my lab. Come if you dare. Hehehe. Ein bisschen Augenbrauen wackeln, bitte. Steckt also doch Dr. Wily hinter allem. Wer hätte das gedacht? Ist das eigentlich eine Weltraumstation oder wo sind wir hier? Ist auch egal, ne? Ich hätte eben ja auch mal so nutzen können. Ach, da war ich... You got me there. Warte, ich hab's, ja. Die kleinen Schlingel. So rast man durch die Leben, wenn man keine Speicherfunktion hat. Zart und unfair. Muss übrigens Beat unbedingt auffüllen. Denn den brauche ich für Dr. Wily. Dringend. Aua. Doppelaua. Den Pfeil habe ich auch verbraucht. Ich muss mal klarkommen. Ah, und mache ich auch gleich so einen Blödsinn. Keine strategischen Meisterleistungen hier. Das schon eher. Oh crap, ich habe weder Arrow noch Jet. Ich habe wirklich Not hier, Mann. Ich muss echt was auffüllen. Dann kommt hier diese Passage, von der ich jetzt schon weiß, dass sie Mist war. Ah. Hier vielleicht ein bisschen. Ich will keine extra Leben. Ich will. Ja, sowas will ich.
bisschen. Das ist egal. Das ist super wichtig. Und noch eins. Hervorragend. Das wird ja zumindest grundlegend mal was wieder zum Hüpfen haben. Wenn ich jetzt noch ein paar von den Spezialwaffen auffüllen kann. Ja, genau. Zum Beispiel Crystal Eye. Und dann noch ein großes für Gyrotech. Doch. Das ist besser. Aber vielleicht doch noch eins. Ja, sowas zum Beispiel. Das klappt hier gerade ganz gut eigentlich, die Stelle, ne? Ja, ich glaube, so können wir erstmal weitermachen. Gravity Hold. Also meine Idee war richtig. Das hier allerdings nicht. Blöde Reinigungsroboter. Kann ich da noch was machen? Vielleicht eine Napalmbombe drauf werfen? Ja, die hält nur nicht. Oh Gott, oh Gott. Ich stelle, das weiß ich genau. Versuchst du aber trotzdem irgendwie anders. Vielleicht mit hiermit. Ja, das war gut, aber es hat mich irritiert. Ich experimentiere zu viel. Ich hätte eigentlich hier mal einfach gehen sollen. Endlich. Das wird gebührend gespeichert. Oh ja, 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 das muss ja sein, ne? Das habe ich schon in Mega Man 4 in der Dustman Stage gehasst. Ich wusste gar nicht, noch mal wiederkommt. Wir sehen auch alle, warum ich es hasse, ne? Alle einig. Thank you.
Da können wir mal was auffüllen. Zum Beispiel Star Crash. Was machen wir noch? Super Arrow. Ich mal diese extra Lebensrate an. Das ist doch verrückt, oder? Aber Munitionssets. Und hallo. Ja, dann ich. Haben nicht ewig Zeit, ne? Und nein! Das war. Ah, finally. So. Ich glaube, die Boss Riley waren alle mit dem Buster ganz gut zu besiegen, oder? Kriegen wir doch hin. Zack. Und zack. Sag ich doch, kriegen wir doch hin. Ein verrückter Weg. Letzter regulärer Level. Darum speichern wir. Oh, ich hasse diesen Sprung. Haben wir 9, brauchen wir nicht. Ja, da speichern wir vorher aber das nächste Mal. Hasssprung. Thank you.
kommen. So nicht. So nicht. So nicht. Und so auch nicht. Nein. Nein. Wir dürfen aber gerne auch mal was hinterlassen. Ist das zu viel verlangt? Nicht sowas. Sowas. Was machen wir denn? Den Super Arrow. Das füllen wir nochmal auf. Wir füllen Coil auf. Also. Sind wir da zumindest recht gut aufgestellt. Ah. Der Napalmbombe auf die Ratte. Dieser Lebenszähler, dieses ist wirklich ridiculous. Das sieht ehrlich aus. Da. This is how you play the game. Okay. Das kannst du haben. Der Kollege. Oh ja, 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 ich erinnere mich. Oh, das war nicht gut. Das machen wir einfach nochmal neu, oder? Zumindest. Ah, ich weiß, was zu tun ist jetzt. Aber ob ich es deshalb schaffe, weiß ich nicht. So ein Mist. Ich meine, Gyro war seine Schwäche. Was ich hier tue, ist nicht gut. Was tue ich da? Unsouverän. Was kann das wohl sein?
vielleicht ein Ort, an dem ich gegen die Robotenmaster antrete. Aber nicht mit dem Extra-Leben, was ich mir hier zurückhole. Ich will Gyroscope. Und damit kann ich irgendwas anderes auffüllen. Ja, ein großes Munitionsset wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Nein. Ich nehme auch ein kleines für die Napalm-Bombe. Ja, so geht's auch. Naja, muss ja nicht ganz voll sein. So. Das reicht. Ja, und mal alle Robotermeister. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Das war nicht so schwer. Ach, er ist schon... Er ist was anderes. Wo haben wir denn den Kick? Da ist er. Ah, das war kein guter Kampf, aber er ist besiegt, ne? Manchmal zählt ja auch genau das. Dafür können wir ihn mit Napalm bomben. Na, dann läuft das nämlich so. Ja, Starman. Na gut. Das war auch nicht so problematisch. Schön viel Geblinke, ah ja. Gyroman, das ist eine Weile her. Gravity. Wo ist es denn? Da. Ja. Auch nicht so spektakulär. Ah, für dich. Arrow aufgefüllt. Hoffentlich lohnt sich das. Boah, Mann, ey. Das war schlecht. Da habe ich echt viel falsch gemacht. Gott, ey. Ah, Napalman. Ja, das heißt, ich habe den Schlimmsten für zum Schluss gelassen. Das ist auch nicht gut.
wir haben immerhin eben... also im regulären Level halten wir uns einfach dran, oder? Das war unfair. Haha. ein Transporter. Oh, da war ja noch was. Ich glaube, es war einfach nur mit dem... Genau, so war das. Dr. Wily, komm, komm, komm. Ja. Na? Au. Einer noch. Aber er flieht. Müssen wir wohl hinterher, was? Was tue ich denn? Was für ein Glück, echt. So. Nerviger Gegner. Gibt's wahrscheinlich auch eine bessere Methode, um den mal zu besiegen. Egal. Oh. Das war nicht gut. Komm, machen wir uns mal kaputt. Hoffentlich starten wir wieder direkt bei ihm. Oh, da oben sitzt er drin im lila Ding. Rosa Ding. No! Dann finden wir jetzt heraus, was diese Viecher besiegt. Ich sag jetzt Crystal Eye. Nicht wirklich. Vielleicht die Napalmbombe. Furchtbar. Ich will jetzt herausfinden, was man gegen die machen kann. Das Ding ist es auf jeden Fall nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wenn ich mich aber so anstrenge,
stelle und gleich in den ersten Laser reinspringe. So kommen wir ja nie zu Dr. Wily. Mit voller Energie. Nein. Mir geht's auch hier nicht um die Extra-Leben. Och komm, Freunde! Warum habe ich denn jetzt mit diesen Viechern so ein Problem? Was haben wir denn noch? So kurz vor Dr. Wily. Komm, nehmen wir mal den, meinen gehassten Stein. Ja. Da wissen wir auch alle, warum er gehasst ist. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ja, herrlich, ein Extra-Leben. Das habe ich gebraucht. Gegen die scheint ja echt nichts zu helfen. Insbesondere... ja. Egal. Dann nehmen wir wohl gleich mal einen Energietank. Bevor wir uns dem Doktor... Dann mal los, ne? Komm schon. Das war nicht gut. Der Deckel ab. Aha. Ich habe Beat nicht aufgefüllt. Oh oh. Das auch. Aber wir haben doch den Munitionstank. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Gutes Ding. Weiter geht's mit Beat. Im Vergleich zu Mega Man 7 ist das Ganze tatsächlich ein ziemlicher, wie schön sagt, oh, da verrät das sogar schon, Cakewalk. Na, wohin geht er? Da ist er. Bleib mal schön beim Doktor. Au. Das war doof. Einen noch. Ja, Mensch. Das war's. Da bittet er um Gnade. Dass dieser Selbstzerstörungsmechanismus auch immer an die letzte Maschine gekoppelt ist. Oh oh. Wird Mega Man es schaffen? Ja. Und Dr. Wily ist schon wieder entkommen. Tja. Das war wohl Proto Man, der geholfen hat. Was? Verdächtig verschwindet er. Tja, das war Mega Man 5. Nicht das aufregendste Mega Man,
auch nicht die aufregendste Endsequenz. Ah, und hier sehen wir die japanischen Kinder, die die 8 Androiden dieses Spiels designt haben. Zum Beispiel Hideyuki Mono. Mit Waveman. Ja. Oder Stoneman von Kenta Onishi. Joa. Gyroman, der ist ganz cool. Herr oder Frau Katsunari Oguri. Gyroman finde ich gut. Starman ist ein bisschen, naja. Also liebe Tatsumi Segusa, Starman, schauen wir mal. Chargeman ist ja schon witzig. Ich mag ihn im Kampf nicht, aber ich mag Eisenbahn. Also Toshiyaki Sugiura. Well done. Ja, Napalman. Dass der so durchgerutscht ist, Shinichiro Seki. Glück gehabt, würde ich sagen. Ein bisschen, ja. Hier haben wir Crystal Man. Ziemlich belanglos. Yusuke Murata. Etwas belanglos. Und viele mehr. Was? Na? Wird hier nicht mehr einzeln aufgeführt, wer wofür verantwortlich war? Einfach nur Namen. Name-Dropping hier. Da werden sie alle rausgehauen. Takashi Tanaka. Wie schön. So, jetzt muss aber bald auch fertig sein. So schön die Chiptune-Musik auch ist. Aha. Ah, Enough King. Kenji Inafune zuletzt verantwortlich für Mighty No. 9. Scroll Designer. Miki Bamburio. Ja, Mari, Sound Composer. Wer kennt ihn nicht? Tatsächlich auf jeden Fall auch von Super Ghosts and Ghosts und. Naja, irgendjemand steckt auf jeden Fall hinter dem Pseudonym Super Ghosts and Ghosts und ich glaube Magical Quest des Mickey Mouse ist auch von ihm oder ihr. So, sind wir hier soweit durch? Ich glaube schon, was? Dann gehen wir doch mal. Kann das hier jemand sehen? Sorry, Moment. Ich kann das tatsächlich gerade nicht sehen. Tastenbelegung war das, Standards wieder zurück zum Spiel und Ben? Ja. Na also. So, dann gucken wir uns doch noch ein paar Inhalte zum Spiel an. So am Ende. Ach, das sind die Gegner, Apache Joe. Da steht ja sogar die Schwäche daneben. Ja, und da sieht man schon, der Mega Buster ist ein bisschen overpowered. Weiß ich leider gar nicht, wofür das Symbol neben dem Megabuster eigentlich steht. Ein Hitpoint. Attacke 4. Octopair. Attacke 4. Ja, der. Come on. Gyri, kann man die besiegen? Oh, ja, und da unten steht's. Die bestückte Waffe ist Beat. Wer hätte es gedacht? Graviton. Aha, mit dem Gyro-Ding. Auch Gyro. Kuka Q. Was sind das für Namen? Wer denkt sich das aus? Coco, ja. Ein gestohlener und umgebauter Roboter. Wer stiehlt denn einen Hühnchenroboter? Das ist doch Quatsch. Jetbomb, ja. Der ist nicht so. New Shield Attacker. Neu, besser und lästiger als je zuvor dank des Bodensuchsystems. Der ist genauso wie die vorher, da hat es überhaupt nichts dran besser. Susie G. Ach,
Die gute alte Susi, das sind die Octopus-Dinger aus dem ersten Teil. Na, wer hätte es gedacht? Space Mets, ja. Subail, ein Mecha. Was ist denn ein Mecha? Sumatran, da, Attack 066, Striche zieht er immer ab. Ja. Fiese Typ. Tapan. Einer der wenigen Überwachungsroboter, die Dr. Wily tatsächlich selbst gebaut hat. Ja, und was mit den anderen? Hat er geklaut. Daidin, ein Trittroboter. Ja. Ah, da steht eine Napalmbombe. Ja, das. Okay. Habe ich eben versucht, hat nicht geklappt. Der dicke Paar. Windcannon. Die Q. Ja, den kann man nicht besiegen, ne? Toss Machine. Ja, das ist eine gute Beschreibung, was die Dinger machen. Tondial. Nobita. Bounder. Power Muscler. Ja, der ist auch fies. Dr. Wily basierte ihn auf einem Roboter aus einem Manga, den er als Kind gelesen hat. Er kann keine engen Gänge betreten, logisch. Also greife ihn von seinem sicheren Ort aus an. Be bitter. Hiraya. Wie? Fujin, ja, der Reinigungsroboter. Capella. Die meisten haben Beat als Schwäche. Bombier. Mosubail. Missil. Metal K-1000. Metal Mummy. Judon. Ja, der Kopf ist immer der Schwachpunkt bei dieser Art Feind. Rounder. Jemand hat vergessen, diesen Mecha mit Angriffsfähigkeiten auszustatten. Deshalb ist er einfach nur eine Nervensäge. Du musst dir nicht mal die Mühe machen, ihn zu zerstören. Richtig. Lyrik. Rembakun. Es gibt echt viele Gegner in dem Spiel, ne? Rolling Drill. Darkman. Ah ja, da ist er ja. Um Mega Man zu ermorden. Okay. Darkman 3. Darkman 4 hat alle zusammen. Big Pets. Wegweiser in der Freizeitfahrt. Die Wily Press. Hold the press. Wily Machine 5, ja. Eine Waffe, die Feinde verfolgt. Ja, wer das sein könnte.
Wenn er auseinanderfällt, kann er keinen Schaden nehmen, ja. Wegen Dr. Wileys begrenztem Budget hat er einen Propeller. Die Texte sind echt ganz gut. Ist es nicht ärgerlich, dass du ihm nur Schaden zufügen kannst, wenn er herumläuft? Viva! Viva! Von einem elitären Joe, der sich das Steuern selbst beigebracht hat. Ja, die hatten wir schon, ne? So. Gucken wir noch im Museum. Was sehen wir da? Achso, das sind die Produktionsentwürfe. Die haben wir eben schon gesehen, oder? Ein paar Zeichnungen. Hi, Dr. Wiley. Ja, Gravity Man ist auf dem Cover und sieht riesig aus, was natürlich totaler Quatsch ist. Schön für das Kind, das ihn erdacht hat. Kriegen wir auch mal die Cover zu sehen. Das ist das Europäische, glaube ich. Das ist das Japanische, ne? Zeigen sie auf dem Bild, dass er drauf reiten kann. Ist ja auch clever, haben die das in die Anleitung gemacht? Ah, die Wiley Machines. Farben und Größen. Oh, so viel Zeug. Konzeptzeichnungen. Das ist wohl Werbung. Ja. Das ist hier cool. Da sind ja noch andere drauf. Da ist ja auch Cutman und Bubbleman und Dr. Cossack. Da sind ja alle drauf. Bis zu Mega Man 5. Da, Quint. Aus dem Gameboy-Spiel. Gravity Man. Lustig, auch auf dem Kopf. Sehr clever. Der Yellow Devil aus Mega Man 1. Ein schönes Poster. Tja, das war's, würde ich sagen. Fehlt noch Mega Man 6. Wahrscheinlich habe ich auch hier was heraus freigespielt jetzt. Ne? Nee, ich muss andere Sachen machen. Egal. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald. Tschüss.